Herzlich willkommen zur 132. Folge auf Färber. Hier bei TV. Ah, ja. Ich war mit dem Noelle und dem Daniel. Servus. Erstmal ein frohes neues Jahr. Wunderschöne Glückwünsche für das Jahr 2021. Ich wünsche das gesamte TV.Simulationen-Team. Wir wünschen euch, wie gesagt, einen schönen Start ins neue Jahr. Leider hat der Noel bei der letzten Folge verschissen, euer frohes neues Jahr zu wünschen, weil der Noel in der letzten Folge ein bisschen neben der Spur war. Also mache ich das hiermit. Heute ist der 2.1. Wir haben jetzt 9 Uhr, kommt die Folge raus und um 12 Uhr fängt unser 12 Stunden Livestream auf YouTube an. Viel Spaß dabei. Geht noch nichts daran auszusetzen, oder? Nicht gerade gepasst, dass um 12 oder 12 Stunden Livestream anfängt, oder? Doch. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt noch mal ein Tipp und am Ende lösen wir auf. Nee. Nee. Ich hab falsch. Was, wenn jemand jetzt die Folge um 12 Uhr guckt, weil er direkt dann loslegen muss? Kann er die Folge gleich anschauen? Kann er gleich anschauen, weil er sonst verpasst er ja 15 Minuten. Also, wie gesagt, gleich, wir freuen uns. Ihr seid herzlich willkommen um 12 in unserem Live-Chat. Vielleicht wird ja sogar was verlost. Man weiß es nicht. Korrekt. Und man muss nebenbei sagen, wir werden auf der Hofbergmann spielen. Ein Teil der Zeit. Keine 12 Stunden am Stück, aber wenn es gut geht, werden wir vielleicht so knappe 6 Stunden auf der Hofbergmann sein. Sagen wir so, ich stehe da. Ich muss meine Stimme über die Weihnachtszeit vielleicht doch ein bisschen heilen. Ja, wie läuft das, wenn ich plötzlich 6 Stunden lang auf Bergmann aufnehme? Ja, genau, nämlich das ist dann nicht eine Folge, die 6 Stunden am Stück, sondern es würden dann immer 15 Minuten Folgen. Das heißt, wir werden dann für das nächste halbe Jahr vorproduzieren. Aber muss ich euch mal sagen, was ich wirklich krass finde, ne? Wir müssen sagen, wir haben jetzt schon das Jahr 2021. Boah, das ist bescheuert, wenn man 2020 hat und schon redet, als wäre man im neuen Jahr, ne? Da kommt man sich echt ein bisschen dumm vor, ne? Sagt man nicht, man wünscht eigentlich Glückwünsche in die Zukunft oder so? Oh, das ist ein Drescher. Nachdem er gerade einen Drescher gefunden hat. Alter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Daniel, muss ich sagen, ich finde es noch zwei Felder zum Ernten, du warst zu langsam. Jetzt spreche ich nochmal aus der. 3 und 4 sind auch noch zum Ernten. Jetzt spreche ich nochmal aus der Vergangenheit. Ja, ich finde es ja krass, dass wir schon an dem Aufnahmetag, den wir hatten. Es war der 14.12. um 20.55 Uhr. An einem Montagabend. Auf dem Discord-Channel von TB.Simulation. Im Channel Aufnahme. Jetzt wird es ein bisschen. Was ich wirklich krass finde. Von dem verdammten Seite ist jetzt okay. Was ich sagen würde, das ist einfach. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, was ich ein bisschen krass finde, das Gefühl, das Jahr mit unserem Lieblingsthema angefangen habe, hat irgendwie und jetzt das Jahr vorbei ist und mit unserem Lieblingsthema aufhört. Oder viel krasser ist, dass das Jahr gefühlt gerade erst angefangen hatte. Und jetzt schon wieder vorbei ist. Darf ich fragen, wieso das Jahr jetzt schon wieder vorbei ist am 2. Sag mal, ich hab doch gerade gesagt, ich rede wieder aus der Vergangenheit. Ach so. Hast du auch nichts mit, du bist doch auch völlig Alter, Banane. Du redest hier so, ja, es hat gerade begonnen und jetzt schon wieder aufgehört, Alter. Wie soll man willst du dir vielleicht doch ein Schwanztheater kaufen? Daniel, was machst denn du da? Ich schau mir die Felder an. So. Ich schau mir die Felder an. Ich dachte, der macht jetzt Mittagspause um 18.45 Uhr. Natürlich. Der macht doch Feierabend. Nein, nicht in der Erntezeit. In der Erntezeit ist Feierabend, wenn alles geerntet ist. Ja. Und dann ist Ernte und Ansehzeit, das heißt, dann macht man Feierabend, wenn alles angesehen ist. Und danach kommt die Zwischenzeit, dann macht man Feierabend, wenn die Zwischenzeit vorbei ist, oder was? So ungefähr, ja. Boah, ist der breit. Wer, du, oder was? Der Anhänger. Nein, da steht ein Audi. Okay, es könnte ein Audi darstellen, weiß nicht, was es darstellen soll. Der hat jetzt keine hintere linke Tür mehr.
Mensch, Lucky, du sollst doch immer die Autos nicht so verunstalten. Warum? Ich hab nur noch von der Seite. Lucky, weißt du, was ich jetzt zuerst mache? Ich schaffe mir jetzt den Gator. Hier erstmal fahre mit dem dann erstmal diesen und dann tue ich mit dem Gator fast Wasser fahren. Oh, you spin. Oder soll ich das vielleicht andersrum machen? White round when you go down, when you go down, 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 you spin my head, white round, white round. Daniel, was ist auf den Feldern drauf? Unsere geliebten, geehrten Lieblingszuschauer von TB und Simulation immer sagen, ich sollte mich ja bei DSDS bewerben. Und Feld 4 ist raus. Okay, also brauchst du zwei leere Anhänger. Ja. Also ich fange mit Feld 3 an, dann hast du noch ein Feld. Weil das Feld so groß ist oder weil du vom Hafer so viel in deinen Kontakt reinbekommst? Ist der Kontakt für Hafer größer oder was? Genau. Dachte ich mir. Und, ja, komm, ja, komm, ja. Oh, nein. Was machst denn du gerade, Lucky? Tarzan-Spiel zwischen den Baulen. Ich bin auf dem Weg 24 Hundefutter zu kaufen. Ich wollte gerade sagen, bist du schon dabei oder hast du gerade das Hundefutter auf der ganzen Map verteilt? Ich bin auf dem Weg zum Ziel. Der Weg ist das Ziel. Daniel, und du bist gleich weder das Ziel noch der Weg. Genau. Zitat von Rüdiger. Boah, den X3, der ist auch echt nicht schlecht geworden. Könnte man noch einiges wieder dran verändern, aber... Jetzt habe ich die Idee, ich nehme jetzt das Hafer-Big-Pack, was nicht voll ist. Stell das unter den Big-Pack-Befüller. Hol damit der Schaufel beim Daniel ein bisschen Hafer, hau das oben rein und hoffe, dass in das Big-Pack was Hafer reingeht, um das Big-Pack dann wieder in die Schaufel zu füllen, dass das Big-Pack weg ist. Ich habe das Gefühl von Lucky's Tastending zu hören, dass er keinen Plan hat, von dem er den gerade so hat. Also ich habe das Gefühl, dass er mit seiner Tastatur neben mir ist. Niemand hier? Ich habe das Gefühl, er sitzt in meinem Ohr. Ja, das ist. Wie viele Säcke sind denn das jetzt? 1, 2, 3. Also du hast höchstens einen, aber das glaube ich nicht mehr ganz. Eine dumme, verdauten Witze kannst du bei dir behalten. Will keiner hören, wir sind ja nicht bei FSK 18. Wir haben immer extra kindergerechten Inhalt und du musst wieder alles kaputt machen. Lucky, was hast du vor, glaube ich, eine halbe Minute gesagt? Was denn? Was dein Klassenkamerad heute während dem Online-Unterricht gegoogelt hat. Also Schwanztheater. So viel zu kindergerecht. Hä, hey, warum? Für Tiere? Für Katzen? Ah ja. Oh nein, sowas gibt's wirklich. Lucky, es juckt keinen. Also von mir aus kannst du sowas, das Blöde ist, das kann ich sagen, nicht mal, von mir aus kannst du sowas im Livestream bringen, weil das ist dann auch auf den, in den Aufnahmen, aber ich vermute, dass dir aus dem Grund keiner die Hofwerkern folgen hat. Ich habe euch ganz wichtig was auf Discord geschickt, ihr müsst euch das jetzt angucken. Jetzt sofort. Ja, bitte. Es geht um Leben und Tod. Ja, dann geht's über in die Lena. Nein, darum geht es sich nicht. Nein, Lucky. Luther, es geht sich um Leben und Tod. Wieso wusste ich, dass da so ein Scheiß kommt? Wieso? Hast du das mal durchgelesen? Nein. Ich hab das Bild gesehen. Das reicht mir. Ja, aber krass, dass es sowas gibt, oder? Wer kauft sich denn so ein Buch, wo extra noch steht, hart gebunden, so ein Wartenhaus-Teil, wo wie dabei steht, seinen kleinen Freund gut in Szene setzen kann. Oh
Warum geht es meine Vorwärts-Rückwärtsschaltung wieder nicht? Mensch, kann ich schon wieder kotzen. Warte, ich will nichts sagen, aber einfach nur Produktinfos. Vervollständige die Zeichnungen, indem du das Loch in der Buchmitte ausfüllst. Warum geht das jetzt nicht mehr? Hardcover. Besonders absurd, designt wie ein Kinderbuch. Warum geht jetzt. Warum geht meine Vorwärts-Rückwärtsschaltung nicht mehr, Mensch? Die große Show für den Kopf. Luki, sei doch mal leise, Mensch, es juckt keinen. Luki. Was willst du nicht, die große Show für deinen kleinen Freund? Nein, will ich nicht. Seine Leertaste kaputt? Alter, ich hab das auf der Maus gesetzt. Ach so, ist deine Maus kaputt? Nein, sie funktioniert noch. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob das so funktioniert. Was macht Weihnachten schon wieder? Gar nichts. Warum geht jetzt die Vorwärts-Rückwärtsschaltung schon wieder nicht? Ja, Lucy, dass Weihnachten sich immer angesprochen fühlt, ne? Schon mal außen wieder angeschalten? Ich hab den Fehler gefunden. Oh! Mit der Taste? Nein, es hat irgendwie gespeichert, dass ich mit der Maus was bewege und während ich ja was bewege, kann ich ja nichts Neues steuern, wenn ich im Frontlader drin hock. Achso. So. Jetzt kann ich einen leeren Anhänger. Wobei der Anhänger ist ja nicht leer, das ist das Problem jetzt auf dem. Wie starte ich den Anhänger, fahr zum Daniel, füll mal vorne in die Schaufel ein bisschen Hafer rein, bring dann den Anhänger zum Ausleeren, mach den Hafer in den Big Bag Dings und dann ist die Folge aus. Für den Anhänger noch toll. Daniel, wo hast du den Anhänger hingeworfen? Da, wo du ihn hingestellt hast. Wo habe ich den Anhänger hingestellt? Ja, den einen hast du oben beim Feld hingestellt. Den anderen weiß ich nicht. Ich habe nur den Anhänger. Null. Bei Feld 1. Ich suche bei Feld 5. Das natürliche Basisfutter für Hunde. Daniel, ich kaufe wieder neues Futter für dich. Da stand Basisfutter, ich brauche Premium. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, entweder fühlt er sich beleidigt oder es kommt ein richtig guter Konterspruch. Das kommt aber leider nicht so oft von Daniel. Alter, Daniel, kannst du, dass es in den Anhänger noch reingepasst hat? Ja, der war ganz knapp. Weißt du, wie viel Platz da drin ist? Nein. 83 Liter? Ey, oh, 87 Liter. Ja, die Anhänger passen 30.000 Liter rein und 29.913 Liter drin. Stimmt, man konnte die Hundefuttersäcke konnte man mit in. Beim Hof konnte man sie einlagern und bei dem Plantage nicht. Da kann man so stapeln, okay. Dann fange ich mit dem Hof an. Das war mir klar. Ja, warum? Weil bei der Plantage kann ich die einfach auf dem Anhänger lassen. Stimmt. Daniel, mach einen Röhrchen raus. Ich komme zum Abtanken. Daniel, mach dein Röhrchen raus, ich komme zum Abtanken. Ist ja wie bei einer Kuh und einem Kalb. Nein. Darfst du jetzt dran nuckeln, Noel? Ja, da kommt eine Kurve, oder? Du sollst nicht aussteigen, du sollst weiterfahren. Jetzt ist der Rückwärts ganz drin, so ein Scheiß aber auch. Verdammt! Jetzt bleib mal einfach stehen. Der Anhänger schiebt so. Danke, das reicht mir. Das war ja gar nichts. Das waren 600 Liter, das muss reichen, um Big Fake anzufüllen, dass ich es leer machen kann. Ah. Dieses leere Big Fake? Ja. Ich habe gerade so das Gefühl, dass das nicht funktioniert, was ich vorhab. You spin my head right round, right round. So, ich komm zum Hof. Wo ist der Atomschutzbunker hier am Hof? Obwohl doch, es könnte funktionieren. Es funktioniert, es fällt in das Big Fick ein. Nein, ich komm durch Hintertürchen. Jetzt aber schnell. Ich komm.
kam durchs Hintertürchen, jetzt aber schnell. Schnell zum Vorderausgang raus. You spin my head. Ich will ja nichts sagen, aber wir haben zwar den Kramer bei der alten Version verkauft, aber ich bin für das Big Fact Zeug finde ich den Kramer echt immer noch am besten. Scorpion. Kramer. Scorpion. Ich hocke im Kramer, Mensch. Ja, Scorpion ist trotzdem besser. Nee, dafür ist er zu groß. Lucky, du solltest vielleicht ordentlich da hinten reinhauen. Warte mal, dann. Ich muss halt kurz in den Hühnerstall. Warum musst du in den Hühnerstall? Er sagt bloß nicht, dass im Hühnerstall auch ein Trigger ist. Lass mich raten, hier drin ist ein Trigger. Nein, er will hier. Ich weiß, was er vorhat. Ich bin weg. Und nicht. So, wir hängen jetzt noch den Anhänger an, lernen den aus, bringen dieses Gespann zum Daniel, weil der wird wahrscheinlich beide Anhänger brauchen auf dem großen Feld. Ja, verbeugt. Und dann hat er auch die 600 Liter, die er mir gespendet hat, hat er dann auch wieder, weil ich in den vorderen Anhänger mit eingefüllt. Oh, jawohl. Was habe ich denn vor? Du willst es jetzt da durch dieses kleine Mini-Tor den Anhänger durch knallen. Und dadurch die Hundefutter in den Träger knallen und dass es dann in den Keller landet. Welcher Keller? Da wo du gleich reinkommst. Ich will nichts sagen, aber ich habe gehört, Hühnerfutter haben wir schon mal ausreichend. Ich hab ein bisschen Weizen eingelagert. Der Eingang ist zu klein. Du weißt schon, wie es gerade geklungen hat, oder? Warum? Der Eingangstürchen ist zu klein. Oder hat er das jetzt falsch angehört? Zu klein oder zu eng? Zu eng. Zu klein. Hat mir gedauert. Ganz ehrlich, ich find's einfach geil, dass er es trotzdem gesagt hat, obwohl er wusste, dass von mir nur so auf sowas angespielt werden kann. Ja, richtig. Daniel? Mein Ziel war die Aufnahmesession. Wolltest du wissen, ich wollte die Ballen fertig verkaufen. Was habe ich gemacht? Alles plus keine einzigen Ballen verkauft. Dann war mein Ziel, die Tiere fertig zu versorgen. Was habe ich gemacht? Nicht Tiere versorgt. Dann wollte ich Diesel holen. Was habe ich gemacht? Kein Liter Diesel geholt. Aber zu enges Türchen. Eingangstürchen. Aber Luki darf abmoderieren. Also ich fahre, lasst gleich euch ein Abo da. Ganz wichtig, heute 12 Uhr, 12 Stunden Livestream. Schaut vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, bis später.